Open Streetmap einnehmen in die Perspektive der Wissenschaft. Der nächste Vortrag wird der Frage nachgehen, ob OpenStreetMap der Wissenschaft tauglich ist. Und der Vortrag wird der Technischen Universität Wien und Pascal Neis ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Geoinformatik an der Uni Heidelberg. Gib mal noch kurz einen Moment. Hört man mich? Klappt das? Sehr gut. Also wir dürfen euch auch nochmal alle ganz recht herzlich begrüßen hier in Heidelberg. Manuela und ich haben ein Paper eingereicht hier zu OpenStreetMap in der Forschung. Fragezeichen. Wir haben den Auftrag in zwei Teile gesplittet. Im ersten Teil des Vortrages, den ich machen werde, versuchen wir mal so einen aktuellen Stand, was in der Forschung so derzeit passiert und was es an Arbeiten oder auch an Projekten gibt, kurz vorzustellen. Und im zweiten Teil versuchen wir ein bisschen auf die Probleme einzugehen, die es damit gibt, leider auch. Das heißt, OpenStreetMap ist in den letzten Jahren zu einem sehr, sehr wichtigen Werkzeug und auch Thema in der Forschung geworden. Das heißt, es findet immer wieder Anwendung, zum Beispiel in der Vermessungslehre für Übungen oder auch zur Verdeutlichung von Geodatenbanken oder auch für normale Datenbanken. Insbesondere, wie auch in meinem Fall, gibt es verschiedene Abschlussarbeiten, ob jetzt Diplom, Bachelor oder Masterarbeiten. Inzwischen ist es sogar so, dass auch verschiedene Doktorarbeiten sich mit dem Thema OpenStreetMap oder Volunteered Geographic Information auseinandersetzen. Allerdings gibt es auch ein Problem dabei, und zwar nicht jede Hochschule teilt ihre Ergebnisse mit der Öffentlichkeit. Das heißt, das eigentliche Problematische bei dem Ganzen ist, es werden zum Beispiel keine Duplikate ausgeschlossen. Oftmals ist es so, dass Hochschulen, dass Professoren an ihre Studenten Studienarbeiten oder Projektarbeiten vergeben, aber das nicht unbedingt nach außen getragen wird. Das heißt, es können Duplikate entstehen, die aber durchaus vermeidbar wären, wenn man es einfach nach außen kommunizieren würde. Das heißt, würde man es nach außen kommunizieren, könnte man durchaus auch Synergien finden zwischen Studenten, wissenschaftlichen Mitarbeitern, zwischen verschiedenen Hochschulen oder Instituten oder vor allem auch mit der Community, dass diese nicht immer ausgeschlossen ist und eigentlich davon gar nichts mitbekommt, sondern auch durchaus davon einen Nutzen haben könnte von diesen Arbeiten, die dort erfolgen. Auf der Karte, die man jetzt hier sieht, haben wir mal versucht, die Arbeiten oder die Hochschulen, die uns bekannt sind, auf einer Karte zu visualisieren. Das heißt, in Österreich gibt es derzeit 3 Hochschulen, die sich mit OpenStreetMap auseinandersetzen und ist im Internet findbar oder auffindbar ist, diese Ergebnisse. In der Schweiz sind es 3 oder 4, glaube ich. Ich glaube 4. Und in Deutschland sind es insgesamt 31 Hochschulen, die sich mit dem Thema OpenStreetMap auseinandersetzen. Auf den folgenden Folien werde ich jetzt mal verschiedene Arbeiten, die sich mit OpenStreetMap in der Forschung auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben, kurz vorstellen, die, wo wir denken, besonders erwähnenswert sind. Welche Frage immer wieder erscheint und man auch immer wieder darauf angesprochen wird, wenn man auf irgendwelchen Konferenzen ist, wie sieht es überhaupt mit der Qualität oder mit der Vollständigkeit von OpenStreetMap aus? Und da gibt es eigentlich in der Vergangenheit, gerade in Bezug auf Deutschland, 2 sehr schöne Arbeiten, und zwar einmal von Dennis Zielster und von der Ina Ludwig aus 2009 und aus 2010, die zum einen das Straßennetz von Deutschland, von OpenStreetMap mit TiltAtlas oder auch mit FTEC verglichen haben. Und da ist es so, bezogen auf die Vollständigkeit, dass diese im außerstädtischen Bereich abnimmt, aber im innerstädtischen Bereich schon durchaus viel, viel mehr Informationen beinhaltet, als das, was man von kommerziellen Datenanbietern käuflich erwerben kann. Um das Ganze ein bisschen besser zu veranschaulichen, gibt es 2 schöne Karten. Auf der linken Karte ist der Vergleich von Dennis Zielstra zu sehen aus dem Jahr 2009. Bei der Karte ist es so, dort Deutschland wurde komplett in ein Gitter aufgeteilt und jede Gitterzelle, die wo TiltAtlas mehr Informationen als OpenStreetMap hat, ist orange. Und diese Gitterzellen, die grün sind, hat OpenStreetMap mehr Informationen. Im Gegensatz bei der Ina Ludwig auf der rechten Seite, die hat nur untersucht, wie viele Informationen OpenStreetMap im Vergleich zu NEFTEC hat. Das heißt, umso dunkler eine kreisfreie
oder eine Gemeindegrenze oder Kreisgrenze, Stadtgrenze hat, umso dunkler ist es. Das ist bei der Ina Ludwig halt ein bisschen schade, dass man bei der Arbeit nicht sieht, wo OpenStreetMap im Vergleich zu NEFTEC mehr Informationen hat, sondern man sieht nur den relativen Vergleich zwischen den beiden Datensätzen. Im Gegensatz von Dennis Zielstra sieht man zumindest auch dort die Bereiche, wo OpenStreetMap deutlich mehr Informationen hat als ein kommerzieller Datensatz. Aktuell arbeite ich an einem Vergleich mit 2011. Wird man in der nächsten Zeit mal sehen, wie das aktuell sich weiterentwickelt hat, weil es ist ja wirklich so, OpenStreetMap, wie man es vor den anderen Vorträgen auch schon gehört hat, ist sehr, sehr schnelllebig und es kommen jetzt auch zum Beispiel bedingt durch Bing immer wieder neue Informationen hinzu. Ebenfalls eine sehr interessante Arbeit, die Ende letzten Jahres fertiggestellt wurde, war ein Vergleich zwischen OpenStreetMap und einem ArcGIS-Datensatz. Das hat die Mareike Schof gemacht. Hier erwähne ich gerne dazu, ich möchte jetzt nicht zu viel von dem Ergebnis vorwegnehmen, aber die Mareike tut morgen Nachmittag auch hier innerhalb dieser Session um 15.30 Uhr einen Vortrag halten. Aber hier als zusammenfassendes Ergebnis von ihrer Arbeit kann man durchaus selber auch sagen, wie auf der vorherigen Folie. Das heißt, im städtischen Bereich ist OSM auf jeden Fall sehr gut, beziehungsweise, wie sie auch geschrieben hat, durchaus eine höhere Vollständigkeit als das, was man von einem käuflich erwerben kann, ob es jetzt von einem kommerziellen oder auch von einem öffentlichen Datenanbieter ist. Ein anderer Ansatz, der nicht unbedingt auf die Datenqualität erfolgt ist, aber war von dem Stefan Wiemann. Der hat versucht, eine Art Verschmelzung zu realisieren auf Basis von OGC Web Services, um zum einen oder eine Anreicherung des ArcGIS-Datensatzes mit OpenStreetMap zu erreichen oder umgekehrt OSM mittels ArcGIS zu erreichen, einfach um eine höhere Wertigkeit des Datensatzes zu erreichen. Ein anderer Bereich, wo auch sehr, sehr interessante Arbeiten erfolgt sind, ist in Bezug auf barrierefrei. Hier tue ich immer wieder gerne das Projekt LoroDux vorstellen. Die Lulu Ann ist auch anwesend, die, glaube ich, auch sehr an dem Projekt engagiert ist. Bei LoroDux wird versucht, eine Blindennavigation auf Basis von OpenStreetMap zu realisieren. Und da ist es so, dass momentan im OpenStreetMap-Wiki erstmal Ideen gesammelt werden, um eine Realisierung durch einen Programmierer erfolgen zu können. Das heißt, hier auf der Folie sieht man auch verschiedene Links. Wir werden nachher die kompletten Folien auch ins Web stellen. Also ihr müsst jetzt hier nichts mitschreiben, ihr könnt euch das alles nachher auch im Web nochmal angucken. Ein anderes sehr interessantes Projekt ist barrierefreies Routing. Hier ist die Idee, eine Web-Oberfläche oder ein Webportal bereitzustellen, wo man zwar Routen berechnen kann, man aber keine Karte hat. Das heißt, es soll im Wesentlichen für Sehbehinderte oder für blinde Menschen sein. Das heißt, es soll einfach nur eine Zeile für Start- und Zieladresse sein. Im Wesentlichen soll dann die Routenbeschreibung ausgegeben werden. Und hier ist die Besonderheit auf der Webseite, dass es auch als Blindenschrift ausgegeben werden kann. Hier muss ich leider dazu erwähnen, dass momentan dahinter noch ein Routenplaner steckt, der einfach nur eine normale Fußgängernavigation macht. Aber ich hoffe, dass in der nächsten Zeit bei unserem Institut da noch Folgearbeiten erfolgen und dort dann auch insbesondere eine Blindennavigation realisiert werden kann, wo halt nicht nur ein einfaches Fußgängerrouting erfolgt, sondern dass auch Informationen wie Ampeln oder Wege explizit in einer Fahranweisung erwähnt werden. Weil das ist ja dann das wirklich Essentielle für einen Blinden, dass er nicht nur sagt, geh links in die Straße XY, sondern am besten noch am Überweg oder an der Ampel mit einem akustischen Signal, tu dort die Straße kreuzen. Ein anderes sehr interessantes Projekt war von der Astrid Müller aus dem Jahr 2010, die das Webportal Rollstuhlrouting realisiert hat. Auf diesem Webportal gibt es auf Basis von OpenStreetMap verschiedene Karten-Overlays, um zum Beispiel zum einen für einen Rollstuhlfahrer anzeigen zu können, wo starke Steigungen sich befinden oder wo Bürgersteige befahrbar sind mit einem Rollstuhl oder auch nicht. Und des Weiteren auch es Overlays gibt, um zum Beispiel Behinderten-WCs auf einer OSM-Card anzeigen zu lassen. Einen anderen sehr aktuellen Vortrag, den wir morgen hier noch haben werden um 14 Uhr, ist vom Zenan Zatnik. Der macht oder versucht ein Navigationssystem für Elektrorollstühle oder allgemein für Elektrofahrzeuge zu realisieren. Das heißt, die Besonderheit hier ist, bei der eigentlichen Routenplanung wird versucht, zum einen der gesamte Energieverbrauch zu ermitteln
oder halt auch eine möglichst energieschonende Route zu berechnen, aber dort morgen um 14 Uhr mehr. Welche zwei Projekte ich auch immer wieder gerne erwähne, ist zum einen Monaf und zum anderen Open Source Routing Machine. Vom Dennis und vom Christian, die sind auch beide da, tun morgen früh um 10 Uhr hier in dem Saal auch einen Vortrag halten, beide zusammen. Und zum einen eine mobile Open Source Lösung und zum anderen Routing Software für Open Server. Und die Performance dieser Routenplanung ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ein anderes Projekt, was ich immer wieder auch gerne vorstelle, ist OpenStreetMap 3D von der Universität Heidelberg. Zum einen ist es unter osm3d.org zu erreichen, zum anderen kann es auch draußen von meinen Kollegen sich angeschaut werden, die auch gerne für Fragen da zur Verfügung stehen. Und bei OpenStreetMap 3D wird halt einfach eine Visualisierung von OSM-Daten in der dritten Dimension realisiert unter Verwendung von SRTM-Daten. Das heißt, wenn Höheninformationen in OSM vorhanden sind, wie zum Beispiel eine Gebäudehöhe, wird das bei uns entsprechend ausgewertet und man kann dann so schöne 3D-Szenen erzeugen, wie es hier von der Skyline von Frankfurt zu sehen ist. Und was genau die Probleme dabei sind oder auch die Gründe, warum es nicht alles ganz so einfach ist, wird uns jetzt die Manu ein bisschen weiter erzählen. Genau, der Pascal hat jetzt ganz tolle Beispiele gezeigt von OpenStreetMap in der Forschung. Er hat auch schon ein bisschen angedeutet, es ist teilweise eben nicht alles so frei und offen wie OpenStreetMap. Was sind so die Probleme? Das eine ist, Projekte, die mit OpenStreetMap zu tun haben, werden nicht unbedingt immer an die Community kommuniziert. Die Ergebnisse stehen nicht offen und kostenfrei zur Verfügung, sondern teilweise sind irgendwo in teuren Journal-Beiträgen versteckt. Oder der Code von Beispielimplementierungen oder Tools wird nicht Open Source zur Verfügung gestellt. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum der ein oder andere Vortrag von einem unserer Kollegen nicht angenommen wurde hier, weil eben die FOSGIS eine Open Source Konferenz sein möchte. Okay, jetzt könnte man ja argumentieren, ähnlich wie bei den Geodaten auch, die Erhebung der Daten wird ja vom Steuerzahler mitfinanziert, deswegen sollten die Daten frei sein. Auf die Forschung angewandt, der Großteil der Gelder für die Forschung kommt im weitesten Sinne auch vom Steuerzahler. Könnte bzw. müsste man daher nicht auch das Prinzip der Offenheit von OpenStreetMap auch auf die Forschung anwenden. Im Folgenden möchte ich ein bisschen die Gegebenheiten in der Forschung schildern, zumindest so aus meiner Erfahrung aus dem universitären Bereich in Österreich, wobei ich glaube, dass das im deutschsprachigen Bereich allgemein gilt. Die Gründe für den heutigen Stand dafür sind und auch ein paar Lösungsvorschläge präsentieren und freue mich dann auch anschließend auf die Diskussion dieser Punkte. Okay, also der erste Grund könnte mal sein, man geht davon aus, dass in der wissenschaftlichen Forschung es eigentlich nicht Ziel ist, ein Produkt zu erstellen, sondern eine Forschungsfrage zu beantworten. Das heißt, nicht die Implementierung steht im Vordergrund, sondern die Forschungsfrage. Wenn ich das in einem Projekt, in dem ich auch arbeite, vielleicht illustrieren kann, wie man ein Projekt, das untersucht, den Einfluss der Präsentationsform, also ob ich jetzt eine digitale Karte, eine Sprachnavigation oder Augmented Reality verwende, auf die Fußgängernavigation. Das heißt, wir schauen, wie ist da der Cognitive Load, wenn ich eine Karte interpretieren muss, im Gegensatz zu Augmented Reality. Und um das zu testen, benötigt man natürlich eine Umsetzung. Allerdings muss es keine rundum perfekt funktionierende Applikation sein, sondern kann, wie in unserem Fall, eben eine beispielhafte Implementierung sein, um nur konkret diesen zu erforschenden Aspekt beleuchten zu können. Und das ist teilweise eben auch hart gecodet, damit es halt so funktioniert, wie man das in diesem Test braucht. Eine Open-Source-Veröffentlichung davon würde einen riesigen Arbeitsaufwand bedeuten, der vom Projekt, in diesem Projekt zum Beispiel, nicht abgedeckt ist. Der zweite Grund, die Veröffentlichungen. Veröffentlichungen sind sozusagen die Währung der Wissenschaftler. Das heißt, daran muss man sich messen im Vergleich. Davon hängen die Gelder ab, die man auch von der Universität zur Verfügung gestellt bekommt. Davon hängt ab, ob man Projekte genehmigt bekommt und so weiter.
Und das ist so, die Publikationen müssen originäre Arbeiten sein. Das heißt, wenn ich davor schon wochenlang in meinem Blog ausgebreitet habe, an was ich arbeite, mit welcher Methode, mit welchem Feldtest, was die Ergebnisse sind, dann wird kein Journal oder so das annehmen wollen. Was sehr problematisch ist mit der Veröffentlichung, gibt der oder die Autorin häufig das Copyright am Text ab. Das heißt, man kann diese Publikation dann auch nicht einfach so als PDF oder so online stellen. Das nächste sind Einschränkungen durch den Fördergeber. Also für die, die es vielleicht nicht so wissen, wenn man an der Universität arbeitet, bekommt man oder hat man nicht unbedingt einfach Geld zur Verfügung, um damit forschen zu können, sondern man muss Projektanträge stellen mit einem bestimmten Thema und sagt, dafür möchte ich das Geld haben. Und diese Fördergeber haben dann teilweise auch gewisse Einschränkungen. Zum Beispiel teilweise ist es wirtschaftsnahe Forschung, da gibt es natürlich Einschränkungen der Weitergabe durch die Firmen, die daran beteiligt sind. Oder die Fördergeber lassen es nicht zu, dass man eben diesen zusätzlichen Aufwand zur Open-Source-Aufbereitung hat. Teilweise wollen Forschungsinstitutionen aber natürlich auch bewusst eigene Implementierungen entwickeln, damit sie darauf aufbauen, weitere Projektanträge stellen können, so im Prinzip als Wettbewerbsvorteil anderen Forschungseinrichtungen gegenüber. Der nächste Punkt ist, dass die Idee von Open Source nicht allen Forscherinnen bewusst ist, beziehungsweise auch nicht von allen unterstützt wird. Es ist teilweise auch einfach kein Verständnis dafür da, inwiefern ihnen dieser Open Source Ansatz wirklich nutzen kann, wenn sie ihn selber ausleben praktisch. Eines der letzten Gründe, den ich hier nennen möchte, Berührungsängste mit der Community. Das ist so ein ganz großer Punkt. Viele Leute fragen sich ja, warum gibt es da Leute, die in ihrer Freizeit freiwillig kostenlos das machen, wofür ich irgendwie Geld bekomme? Und dann ist so die Frage, wer ist die Community, wen kontaktiert man da, wie kommuniziert man? Was kann man tun? Hier ganz kleine Sachen für den Einzelnen. Ich muss, glaube ich, mich ein bisschen schicken. Das eine ist natürlich bestehende Kommunikationskanäle nutzen, wie Mailinglisten, Forum oder Twitter für OpenStreetMap. Auf was ich hinweisen möchte, ist die Darstellung des Projekts im Wiki. Also ein Punkt wäre schon mal, wenn man ein neues Projekt hat, das im Wiki vorzustellen, eine eigene Projektseite anlegen und dann auch das Eintragen dieses Projekts in der Wiki-Forschungsliste. Da haben wir so eine Seite gemacht, also Wiki Research. Oder kann man eben seine Papers oder so eintragen. Dann was ist, wenn der Wille zu Open Source vorhanden ist, aber keine Fördermittel? Das eine ist, man kann das direkt gleich im Projektantrag einplanen und wirklich argumentieren, warum das für das Projekt essentiell ist. Alternativ kann man natürlich versuchen, nach Projektende einen Studierenden zu finden, der das zum Beispiel als Abschlussarbeit aus dieser beispielhaften Implementierung eine umfassende Lösung zu basteln. Oder der eben schaut, wie kann man die Erkenntnisse aus dem Projekt in vorhandenen Tools nutzen. Oder zumindest schon mal klein anfangen und Präsentationen und ähnliches unter eine Creative Commons Lizenz stellen. Okay, das übergehe ich vielleicht. Was auch noch wichtig ist, sind Forschungsinitiativen. Eine ist geplant und zwar in Zusammenarbeit mit Steve Chilton, den vielleicht auch einige von Ihnen kennen, und Andrew Turner und mir. Eine Kommission on New Cartography, wo wir versuchen wollen, ein bisschen diese Welten von freiwilligen Mappern und der Forschungscommunity ein bisschen zusammenzubringen. Ein so ein Punkt, der hier auch genannt wird, Organize Specialist Conferences und Workshops. Also persönlicher Erfahrungsaustausch ist ganz wichtig und dafür sind Konferenzen und Meetings natürlich toll. So zum Beispiel wie die FOSCIS, die es eigentlich immer sehr gut schafft, die Communities oder die Welten zusammenzubringen. Eine weitere Veranstaltung ist auch die State of the Map Europe, die wir im Juli in Wien veranstalten werden, wo wir eben auch speziell einen Fokus auf Forschungsteam legen werden und eben andere Konferenzen in diesem Spektrum. Das Ziel für die Zukunft wäre, dass eben nicht nur ein Datentransfer OpenStreetMap Richtung Forschung stattfindet, sondern auch ein Wissenstransfer zwischen Forschenden und der OSM-Community. Und Ihre Teilnahme hierbei ist ausdrücklich erwünscht. Und Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
Gibt es denn in der Forschung einen Kanal, den man größerflächig nutzen kann? Also wir haben von OpenCMAP ein Dutzend Projekte für Diplomarbeiten zu vergeben. Wie finde ich die Lehrstuhlinhaber? Also eine Möglichkeit ist, wir haben ja diese Seite im Wiki angelegt und da sieht man auf jeden Fall ja mal die Institutionen, an denen irgendwie mit OpenStreetMap geforscht wird. Und da könnte man dann schauen, okay, welche Uni ist es, woher ist der Ansprechpartner, das sollte eigentlich relativ einfach dann möglich sein. Also so generell ein Netzwerk fällt mir jetzt nicht ein, wo man solche Themen anbieten kann. Was durchaus auch schon mal von einem Satz vorgekommen ist, dass solche Angebote über die deutsche Medienliste von OpenStreetMap erfolgt sind. Dass dort Professoren immer Diplom- oder Abschlussarbeiten ausgeschrieben haben. Und ich glaube auch der englischen Medienliste ist es auch schon mal vorgekommen, dass dort einfach Leute gesagt haben, dass sie Arbeiten gar nicht mehr geben würden. Und auch Leute, wenn Leute daran Interesse haben, dass sie sich gerne melden können bei den Professoren. Sowas gab es auch schon mal. Wo liegt denn der Mehraufwand, wenn man jetzt also Open Source, der Mehraufwand für die Veröffentlichung von Open Source Projekten oder im Rahmen von Open Source? Das Problem ist, dass man ja teilweise nur eben, wie gesagt, diese beispielhaften Implementierungen hat. Die funktionieren nur für ein bestimmtes Testgebiet und nur für bestimmte Rahmenbedingungen. Das heißt, teilweise sind auch wirklich Sachen hart gecodet, damit die halt so funktionieren im Rahmen des Tests, dass man diese Forschungsfrage beantworten kann. Und um das dann wirklich allgemeingültig umzusetzen, ist je nachdem, je nach Projekt, aber ist schon ein relativ großer Aufwand. Oftmals ist es ja auch so, dass ein Programmierer etwas eigen ist und nicht unbedingt, sag ich mal, Dirty Code nach außen geben möchte, sondern halt oftmals, also von der eigenen Nase packen, so oftmals irgendwas programmieren und du eigentlich so überhaupt keine Kommentare dort reinschreiben und dann ist es ja auch für Außenstehende, die den Code verfolgen wollen und vielleicht daran weiterarbeiten wollen, ganz ohne Kommentare, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sich in den Code einzuarbeiten. Also so ist es zumindest bei mir und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen anderen auch so ist. Und wie die Manu auch schon gesagt hat, dass es oftmals halt so ist, dass bestimmte Software für einen bestimmten Showcase gemacht wird und unter Umständen vielleicht gar nicht mit anderen Beispielen funktioniert vielleicht so. Kann durchaus auch passieren. Eine ganz andere Problematik dabei ist natürlich auch durchaus, wenn eine Diplomarbeit zum Beispiel geschrieben wurde. So, wer hat welche Rechte an der Diplomarbeit? Hat die Hochschule die Rechte daran? Hat derjenige, der die Diplomarbeit geschrieben hat, die Rechte daran? Das ist alles nicht ganz ohne zu beantworten. Da gibt es auch, glaube ich, keine einwandfreie Rechtsprechung, wie das Ganze aussieht. Also ich glaube, es gibt Beispiele, wo gesagt wurde, dass der Diplomant komplette Rechte daran hat. Es gibt aber, glaube ich, auch wieder andere Beispiele, dass zumindest die Universität in irgendeiner Art und Weise Rechte daran hat, weil ja die Diplomarbeit betreut hat. Also das sind verschiedene Problematiken dabei. Sie sagten, dass OpenStreetMap, was die Vollständigkeit betrifft, mit herkömmlichen Datenanbietern mithalten kann. Wie sieht es bei räumlichen Analysen oder räumlichen Ist-Analysen aus? Wie steht es in unseren Diensten zusammen? Zum Beispiel, das klassische Beispiel, in der GIS-Lehre ist eine Standardfehlung für ein Atomkraftwerk. Kommt man, wenn man OpenStreetMap-Daten heranzieht, versus öffentlichen Daten, kommt man dann zu welchen Ergebnissen oder welchen Ergebnissen ab? Gibt es da zu arbeiten? Also wir sind speziell für Zügelfall einarbeiten können. Aber das ist ja generell so, also Deutschland ist sicherlich ein Vorreiter, was die Vollständigkeit angeht, was man auch immer wieder sieht. Wenn man zum Beispiel ins europäische Umland guckt, kann sicherlich noch Österreich oder die Schweiz erwähnen, die sehr, sehr stark arbeiten. Aber ansonsten tut es dem Engagement der Netze schon sehr stark abnehmen. Also wenn man jetzt, das andere Beispiel ist ganz klar Frankreich, da gibt es sehr, sehr viele Importe und meine Meinung ist, durch Importe werden einfach die Interesse an dem Projekt aufgenommen. Weil, was soll ich dem Projekt beitragen, wenn es die Daten schon gibt? Da ist ja irgendwie, habe ich da nicht mehr so die große Interesse daran. Und
um auf die Frage zurückzukommen, das ist ja definitiv so. Soll ein Atomkraftwerk im Umkreis einer Stadt besucht werden, wird es wahrscheinlich zu beantworten, diese Frage. Und ist wahrscheinlich durchaus auch der Kleine sein. Möchte ich ein Atomkraftwerk irgendwo auf dem Land bauen? Könnte es wieder so sein, dass wir dafür eine gute Aussage der Daten einfach führen? Also es ist nachweisbar, dass die Menschen mit diesen einfach noch Daten führen, dieses Land. Und meine Behauptung ist auch, das wird noch ein bisschen dauern, bis das einfach in Deutschland, soweit ist, dass es vergleichbar ist, auch ganz Deutschland zu sehen und andere Länder nach außen vorgelassen. Weitere Fragen? Also das ist durchaus richtig. Die Anzahl, die ich vorhin erwähnt habe, mit den 31 in Deutschland und 4 Österreich und 4 Schweiz, das war auch einfach nur mal eine Gesamtzahl. Da sind auch teilweise Universitäten dabei, die mal auf Basis einer OSM-Karte mal etwas visualisiert haben. Also streng genommen müsste man durchaus dort unterscheiden und das ist natürlich auch jeder dazu aufgerufen, sehr gerne bei der Wiki-Seite mitzuhelfen und wenn die Universitäten oder Hochschulen bekannt sind, die mit OpenSeedLab etwas machen, aber noch nicht auf der Liste stehen, natürlich sehr gerne drauf eintragen. Dass dort man einfach sagen kann, man versucht dort ein Verzeichnis oder eine Liste zu erstellen, wo man auch mal versuchen kann, ein Netzwerk aufzubauen mit anderen Universitäten. Und auf jeden Fall wäre das wünschenswert, dass es irgendwie auch thematisch gegliedert ist, eben wie gesagt nach, die zum Beispiel über OpenSeedLab forschen, also so Qualitätsanalysen dann, die das, die zum Beispiel die gesellschaftlichen Auswirkungen untersuchen, irgendwie so sozialwissenschaftlich, oder die das einfach nur als Hintergrund verwenden. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Themenspektren und das wäre auf jeden Fall spannend, sich das genauer anzuschauen. Es fehlt teilweise echt eben auch die Mithilfe von den entsprechenden Leuten, da wirklich auch ihre Projekte einzutragen. Also die Manu hat es ja auch schon gesagt, oftmals ist halt wirklich einfach leider das Problem, dass sehr, sehr viele Universitäten etwas mit OpenSeedLab machen, aber es halt leider überhaupt nicht nach außen tragen. Also ich habe auf Konferenzen auch schon Professoren kennengelernt, die gesagt haben, ja, wir haben da 5 Projektarbeiten und da mal 3 Semesterarbeiten vergeben und da haben sie das und das rausgefunden. Da habe ich halt nur gesagt, ja, wäre schön, wenn man da vielleicht mal irgendwas von sehen würde. Und das war denen aber auch gar nicht so bewusst, weil die haben dann gesagt, ja, das nutzen wir bei uns intern. Und ich habe nur gesagt, es wäre dann auch wiederum halt schön, wenn sich Leute aus der Community zum Beispiel damit auseinandersetzen, die einfach dann sagen können, ach, da ist eine Hochschule, die hat sowas Ähnliches schon mal gemacht, ich lese mir das mal durch und vielleicht fallen mir dann ganz neue Sachen ein oder die Fragen, die sich mir gestellt haben, werden damit vielleicht schon beantwortet. Gibt es noch eine kurze letzte Frage? Wenn der Mikro ist, dann schließe ich diese Session und möchte mich nochmal herzlich für Ihnen bedanken, dass Sie anwesend waren und ich wünsche und ich hoffe, dass wir in den nächsten 2 Tagen noch viele weitere spannende Vorträge hören. Danke sehr. Ich muss irgendwo oben drauf.